In diesem Video werden Erklärungen menschlichen Lebens und Verhaltens aus Sicht jener Psychologinnen und Psychologen besprochen, die die Annahme vertreten, dass die Gene wesentlich bis überwiegend die menschliche Persönlichkeit, also personale Disposition, bestimmen. Da die Persönlichkeit wiederum das Erleben, das heißt die inneren Prozesse und Verhalten bestimmt, wird deutlich, warum es von großer Bedeutung ist, sich mit der Frage nach dem Einfluss der Gene auseinanderzusetzen. Es kann eine wechselseitige Beziehung zwischen Anlage und Umwelt angenommen werden. Unter Anlage versteht man in diesem Zusammenhang die Erbanlagen eines Menschen, dessen genetische Ausstattung. Die genetischen Anlagen eines Menschen werden als Genotyp bezeichnet. Das Aussehen eines Menschen, das äußere Erscheinungsbild, wird mit dem Begriff Phänotyp bezeichnet. Das Aussehen wird sowohl durch Einfluss der Gene als auch der Umwelt beeinflusst. So wird beispielsweise einerseits die Haarfarbe durch die Gene bedingt und andererseits die Farbe der Zähne zum Beispiel durch die Häufigkeit und Art des Zähneputzens beeinflusst. Das Ausmaß des Einflusses der Gene auf das Verhalten ist unter anderem abhängig von den Umweltbedingungen. So ist es schwer vorstellbar, dass ein Mensch mit musikalischen Anlagen wie Mozart in der Steinzeit ähnliches Aufsehen erregt hätte wie im Europa des 18. Jahrhunderts. Selbst Ausnahmetalente wie Mozart bedürfen einer geeigneten Umgebung, wie im Fall von Mozart zum Beispiel die bereits erfolgte Erfindung von Musikinstrumenten, Noten und eine Zuhörerschaft, die bereit und in der Lage ist, für die Aufführung der komponierten Musik zu zahlen, damit dieser davon leben kann. Die Eltern beeinflussen das Erleben und Verhalten ihrer Kinder in der Regel einerseits durch die Weitergabe ihrer Gene und andererseits durch die Mitgestaltung der Umwelt, in der diese aufwachsen, in Form der Erziehung. Darüber hinaus beeinflussen die Heranwachsenden durch ihr Verhalten ihre eigene Umgebung und damit auch das Erleben und Verhalten ihrer Eltern. Es handelt sich also um einen wechselseitigen Einfluss. Um den Einfluss der Gene erforschen zu können, werden unter anderem Untersuchungsmethoden in Form von Persönlichkeitstests und Befragungen verwendet. Darüber hinaus versucht man, mit Hilfe von Zwillingsstudien zum Beispiel Ähnlichkeiten und Unterschiede im Verhalten und Erleben zwischen eineigen Zwillingen zu untersuchen. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit eineigen Zwillingen ist deshalb besonders sinnvoll, da diese die gleiche genetische Ausstattung haben und psychische Unterschiede deshalb in großem Ausmaß auf Einflüsse der Umwelt zurückgeführt werden. Kritisch wird im Zusammenhang mit dem Ansatz der Genetik der Persönlichkeit unter anderem angeführt, dass bestimmte Gene erst dann das Erleben und Verhalten beeinflussen können, wenn als Voraussetzung bestimmte Umweltbedingungen vorhanden sind. So werden Menschen beispielsweise in der Regel nicht dann schon ängstlich, wenn diese eine entsprechende genetische Veranlagung dazu haben, sondern erst durch traumatische Erlebnisse. Weiters wird kritisch angemerkt, dass es schwierig ist, genau zu unterscheiden, ob der Umwelteinfluss oder der genetische Einfluss ein bestimmtes Verhalten wesentlich bestimmt oder beide Einflüsse bestimmend sind. So nutzen einige Menschen ihre genetische Veranlagung wie etwa Sprachbegabung sehr gut und andere kaum. In diesem Zusammenhang wird als weiteres Beispiel angeführt, dass die Wirkung des genetischen und erzieherischen Einflusses der Eltern nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Lernschwächere bzw. weniger begabte Schülerinnen und Schüler können durch persönlichen Einsatz und geeignete Fördermaßnahmen unter diesen Umständen bessere Leistungen erzielen als begabtere Kinder und Jugendliche mit einer mangelhaften Arbeitshaltung.